Okay, machen wir Hand of Brain. Wer macht was? Meine Zuschauer sagen, dass es unterhaltsamer ist, wenn du das Gehirn bist und auch lehrreicher. Aber ich weiß nicht, aber es stimmt, mir ist relativ wurscht, aber wir können so anfangen. Aber dann musst du auch machen, was ich sage. Auch wenn du, wenn dann dein Account mal verlieren sollte. Ja. Kannst du nicht sagen, wenn ich Scheiße laber, dann spiele ich jetzt die letzten 10 Züge alleine. Wir brauchen irgendeine Sonderregel, weil sonst verliert man ja am Ende auch Zeit. Wir brauchen irgendeine Zeit, ab der ich alleine spielen kann. 15 Sekunden, irgendwas, was knapp ist. Okay, 15 Sekunden. Ab 15 okay. Sekunden darfst du übernehmen. Okay, dann lasse ich jetzt die Zeit laufen. Und okay, darauf kann ich mich einlassen. Okay, das klingt fair. Ab 15 Sekunden darf ich übernehmen. Also Chat, dann ja, fordert mich heraus. Dann spielen wir auf meinem Account, weil ich ziehe ja. Okay, Janistan TV. 10 Minuten Partien. 10 plus 0, würde ich sagen. Wenn ich ganz Tag hier sitzen. Und du musst mir folgen, weißt du, wie es geht, ne? Hier auf meinen Accountnamen und dann mal, dieses Fernsehsymbol finden irgendwo. Wo bist du denn da? Jan, Watch Games. So. Okay, sind wir ready? Wen haben wir denn hier? 10 plus 0. Wo fangen wir an? Welches Level? Fangen wir so mittelhoch-tief an. Mittelhoch-tief? Das finde ich gut. Ja, gegen, ist schon relativ stark. Gegen Marc Zähler, 1755. Okay. Was hat er da für Symbole? Was ist das? Super Mario? Nee. Ich glaube, das eine dieser Flügel heißt, dass er hier Lead Chess Supporter ist. Das andere, weiß ich nicht, ist sein Avatar. Oh, ich spiele Bauer nach B4. Die Orang-Utan-Eröffnung. Wieder ja, was Neues. So? So heißt sie tatsächlich. Ich glaube, Sokolski oder Orang-Utan sind die Namen. Fragt mich warum. Ich habe keine Ahnung, was das, was er damit machen will. Lass mich mal gerade überlegen. Ich weiß auch keine Theorie, aber im Zweifelsfall immer die guten alten Faustregeln, ne? Mitte besetzen, dann mal gucken. Ich muss mir ja gar nicht so viel Gedanken machen, ich muss ja nur Bauer sagen. Du musst eigentlich nur Bauer sagen, genau. Okay, wir spielen ja prinzipiell Bauer in die Mitte. Man kann auch einen anderen Bauern ziehen, um dem jetzt kommenden Angriff hier auszuweichen, aber Bauer nach E5 ist schon der prinzipiell so. Ja, ich weiß, er kann natürlich gekickt werden dann vom Bauern. Achso, den wir springen. Ja, ich nehme den, weil wenn ich den anderen ziehen würde, würde ich hier gekickt werden. Und dann, wenn er hier vorzieht, dann greift er nochmal an. Das will man nicht. Und deshalb habe ich den genommen. Ich muss mal kurz überlegen, macht das hier Sinn, schon die Dame da zum Angriff rauszuholen oder mit dem Bauern? Na, aber jetzt könnten wir doch eigentlich, obwohl dann zieht er den Bauern auf C2. Das kann Eddie nicht sehen, Chat, das kann cheaten. Ja, den Bauern, den kriegen wir nicht mehr wieder so schnell. Ah, einer sagt so, der andere sagt so. Ja, oder wir sagen, ich sag einfach mal Läufer. Jo. Ja. Haben wir den Bauern auch wieder. Bauer. Ich hätte Läufer auch angreifen können, aber bringt glaube ich nicht so viel. Und der ist ja eh angriffsfähig, deshalb besetze ich einfach die Mitte, wie wir es gelernt haben. Was sagt Chat? Orang-Utan heißt sie, weil der Erfinder vorher im Zoo Orang-Utans gesehen hatte und diese beeindruckend fand, dass er im Turnier danach die neue Eröffnung den Tieren gewidmet hat. Arm Orang-Utan sei noch einen besseren Zug verdient gehabt als Bauer nach B4, ne? Aber gut. Wie kriegt man das eigentlich hin? Also, wie kann man eigentlich einen Zug benennen? Dame. Ich weiß nicht. Ich glaube, man kann ja alles nennen, wie man will, aber ob der Name sich dann etabliert oder nicht, ist wahrscheinlich random, ne? Wenn es in alten Schachbüchern so genannt wurde. Irgendwann nennt man es so. Gibt es einen Zug, der nach dir benannt wurde? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Oh, jetzt haben wir hier eine fiese Gabel. Auch ein bisschen meine Schuld, weil ich den Bauern nach D5 gezogen habe. Also wir hätten hier mit dem Bauern zurückschlagen können auf F6. Aber jetzt müssen wir hier durch. Dame. Ja, ja. Nichts verloren. Dame. Damen.
So, jetzt sind wir mal gut hier, Mark Zeller. Lass uns in Frieden. Der stresst ganz schön rum hier. Der macht ganz schön Stress. Das? Wir machen hier schön nice und er macht hier schön ein... Nichts gemacht. Direkt aggro. So kennen wir ihn. Komm, ne, muss ja was gucken. Was sagt ihr, Chad? Ihr wollt endlich noch ein bisschen lauter? Ich kann hier, ich glaube, so laut machen, wie wir wollen heute. So? König. Die Rochade. Springer. So, wir haben auch weniger. Wir müssen ja immer tricksen, aber noch ist alles drin. Turm. Hier. Also meine Idee wäre jetzt, man könnte überlegen, du willst natürlich den Läufer nicht hergeben, das kann ich auch verstehen. Ach, für ein Bäuerchen wäre ich schon dabei. Ja? Ja. Aber das wird er wahrscheinlich nicht zulassen. Er zieht den jetzt hier. Schauen wir mal. Schauen. Ah, wir werden sehen, wir werden sehen. Lusemann, danke für das Abgeschenk. Da kommt er an, der Mark. Aua. Macht er auch. Was macht man denn jetzt hier? Nicht so richtig viel Action. Wir haben wenig Angriffsziele, leider. Was soll man machen? Also ich man könnte A5. Könnte einen Turm auf die Ebene. Man bringt wahrscheinlich auch nicht viel. Die Dame gefällt mir da auch nicht so richtig geil. Ich sag mal Dame. Wohin? Ja, ich weiß auch Mark fällt auch nichts ein. Mhm.
Läufer. Kann ich auch argumentieren. Dafür den Springer zu schlagen und dann Springer A5 und C5. Ich weiß nicht. Stellung ist schwer für uns natürlich, weil er das Zentrum dominiert, aber ich bin eigentlich noch recht guten Mutes. Ich bin sehr optimistisch noch. Oh. Bin richtig, richtig gut drauf. Bäh. Springer. Springer am Rand, aber bestreicht ein paar Felder. Vielleicht kann ich mal mit dem was machen. Dame. Warum hinter meiner Elo ein Fragezeichen ist, weil ich lange kein Rapid-Schach gespielt habe auf Lichess. Und dann, wenn man lange nicht aktiv ist, dann kriegt man immer das Fragezeichen in der Zahl. Mark, Alter. Dame. Theorin Marcel, danke für den Sub. Homie Austria, danke auch dir. Yay! Oh, ich muss morgen um. Ich kann nicht rechnen. Chat, wann? 10 Uhr morgens Londoner Zeit. Was ist das bei uns? Ist es 9 oder ist es 11? Und sag bitte, bitte 11. Ey, was ist jetzt los hier? Hä? Toll, wenn man Chat fragte, sagen. Hälfte 9, andere Hälfte 11. Ihr seid eine große Hilfe, Chat. Aber es ist 9, ne? Wahrscheinlich hier Springer. Ah, ich hab's befürchtet. Warum? England ist früher, ich war mal da. Ach ja. Okay. Ich muss selber recherchieren, das ist uns alles nichts, Chat. Kann sein, dass das jetzt dumm ist, aber ich sag Dame. Nö, nö, das können wir schon hin, ja, alles. Hier. Ah, okay. Ich fand C4 fand ich so verheißungsvoll, die zwei Bauern da anzugreifen. Ja, vielleicht. Ich habe ein bisschen Angst da vor irgendwelchen Angriffsgeschichten gehabt, aber vielleicht war es zu feige. Dame. So, Chat. London ist jetzt 22.29 Uhr. Das heißt, 10 Uhr morgens Londoner Zeit ist zum Glück 11 Uhr morgens Hamburger Zeit. Das macht es ein bisschen erträglicher. Ich muss morgen um 10 Uhr Londoner Ortszeit kommentieren. Ich hatte ein bisschen befürchtet, dass es 9 ist. Was nicht meine Lieblingszeit ist, um wach zu sein. Also 11 kriege ich einigermaßen hin. Ist um 11 in London, nicht 12? Bauer. Jupp, wir rollen jetzt hier auf.
Mark Zeller. Mark Zeller versucht uns hier matt zu setzen, aber er hat sich auch ein bisschen festgelegt mit seinem Turm. Der kann auch mal fehlen hier auf anderen Bretthälften. Wer ist um 11 und 11 ist? Ich kommentiere, wie heißt das? Das WR Chess Masters aus London. Die spielen hier. Ich muss mich auch noch ein bisschen schlau machen. Ich glaube, ein K.O.-System mit 1-Stunden-Partien und viele der besten Spieler der Welt am Start. Also wird hoffentlich unterhaltsam. Aber ich kommentiere nicht hier, sondern auf dem WR Chess YouTube-Kanal. So, jetzt muss ich einfach die Partie gewinnen. Aber 11 fühle ich beruhigt. Bauer. Wolltest du schlagen wahrscheinlich? Na, ich habe ein bisschen Angst. Nee, ich habe auch Springer rumnervt. H6 gesagt. Okay. Wenn die Dame da so hinguckt, da in die Ecke, dann will ich nicht, dass der Springer da sich da auch noch breit machen kann. Wann geht das los, was kommentiert ist? Um 11, Chat! Auf Englisch oder Deutsch? Berechtigte Frage. Ich glaube auf Englisch. Ich habe nicht gefragt, ich vermute auf Englisch. Springer. So, wir machen hier langsam aber sicher Fortschritte gegen Mark Zeller. Sein Angriff ist erstmal gescheitert. Jetzt weiß er auch nicht so genau, was er tun soll. Chat, ihr wollt mich in den Wahnsinn treiben. 11 Uhr deutsche Zeit. Springer. Kurz nachdenken. Springen wir weiter. Oh Gott. Ich bin erschrocken. Maluna, vielen Dank für den Raid. Herzlich willkommen. Ich habe mich auch erschrocken. Ich dachte, du hast irgendwas. Okay. Nee, vielen Dank. Maluna, wir spielen gerade Tentebrain mit Eddie gegen Mark Zeller. Etienne Gardet ist mein Gehirn. Und Maluna, es gibt hier Vorschläge. Die Leute wollen ein großes Hand and Brain Match. Eddie und ich gegen Sonja Blum, die beliebte internationale Schachmeisterin, und dich sehen. Ist für dich ein großer Nachteil, weil Sonja ist nicht besonders gut und unter uns auch nicht die angenehmste Person. Aber für die Klicks, ich denke, wir müssen hier die Partie gewinnen. Ja, sag eine Figur. Springer. Springer, wo gehen wir hin? An den Turm angreifen. Arme Sonja, nee. Maluna wäre am Start. Sonja, jetzt hängt alles an dir. Sonja noch hier im Chat, das würde mich wundern nach den vielen Beleidigungen, die sie hier immer ertragen muss. Die Arme. Das kriegen wir hin. Maluna, vielen Dank für den Raid. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Stream. Ich hoffe, du hast die 1000 hier wieder überschritten. Wir müssen jetzt hier die Partie haushoch gewinnen. Ey, hier geht auch nicht viel, ey. Springer ist solide. Springer, wo soll ich hinspringen? Ja, die Dame angreift. Nee, da ist er. Da steht er am Rand, da wird er weggefischt. Ja, wir müssen ja nur die Zeit bei ihm jetzt ein bisschen beschäftigen. Ja. Ja. Keine Ahnung. Turm. So, Mark Zeller, 45 Sekunden noch. Wer klappt die Zeit, ne? War mein Fehler übrigens, Turm FE8. Ich spiele auch nur auf Zeit. Jetzt macht er Druck, aber noch ist hier trotzdem alles drin. Hat er stark gesehen, Teufel. Sonja wäre auch am Start, sagt sie. Oh, da ist Sonja, ja, ganz liebe Grüße. Ja, dann regeln wir das doch. Turm. Ähm,
Turm. Keine Tricks, ne? Noch nicht. Noch keine Tricks. Aber warum hast du nicht den Turm getauscht oben? Was, Fobi? Ah, ich konnte keinen Turm tauschen. Ach, da war ja noch der Springer. Turm. Alles im Griff hier. Die Zeit läuft. Bauer. Turm. Jetzt haben wir ihn doch, wo wir ihn haben wollen. Turm. Ja, unter Druck machen sie Fehler, ich sag's ja. Turm. Stark. GG. Zähe Verteidigungsleistung hier. Richtig gut von mir. Hast du echt gut gemacht. Das ist ein neuer, Etienne Gardet hier. Jetzt kann ich ja sagen, seit 3 Jahren trainiere ich mit einem internationalen Meister jeden Tag 3 Stunden. Naja, dafür, dass du nur einen internationalen Meister als Trainer hast. Ich meine, Sonja ist internationaler Meister. Ist das wirklich beeindruckend hier. Sei uns in der Eröffnung ein bisschen getrickt, aber machen wir weiter hier, ne? Keine Zeit mehr für Analysen. Komm, ein noch. Eins geht noch. Okay, sei aufhören. Hast recht. Entschuldigung. Es ist also nur Spaß. Ich freue mich auf unser Match hier. Ich bin 16. bis 18. Mai unterwegs. Aber dann bin ich wieder da. So, nächste Woche. Jederzeit hier. Sonja und Maluna gegen Eddie und mich ist auch ein hochspannendes Match. So, eins geht noch. Was war für ein Level? Ah, wir haben ja 1700 geschlagen. Wir trauen uns alles zu heute. Ah, ich glaube, das ist eigentlich ein gutes Level für uns hier. So 1700, 1800. Ja. Lagnus Malsen. Reibt sich auf nix. 1800. Lagnus. Achso, Lagnus. Das ist ein Schauerspieler. Nee, warte. Springer. Springer. Bauer. Bauer. Das ist der Am Gambit. Läufer. Nee, ich will keinen Streit. Okay. Springer. Das ist immer Springer. Spreize 6 nicht gut in diese Stellung. Erstmal rochieren und dann gucken, was passiert. Okay. Aber immer Springer raus, denke ich. Nee, in D4-Stellung willst du den Springer nicht nach C6 stellen. Das macht man nur in E4-Stellung, wenn er hier einen Job hat, den Bauern zu denken. Wie immer sagt, Springer raus, okay. Aber erstmal im Zweifelsfall immer Springer. Hier lieber Bauern grundsätzlich. Also ich mach Springer, aber lieber Bauern, um Fuß im Zentrum zu behalten. Aber wenn er jetzt den Springer mit dem Springer schlägt, haben wir ja wieder den Bauern. Ja, aber nicht mit dem Springer schlägt. Den Bauern nicht. König. Voll. Springer. Bauer. Das ist korrekt, Meistertyp geht auf dem WR-Chess-YouTube-Kanal. Kommentiere ich morgen. Wenn ich es schaffe, mich da mit diesem Kanal zu verbinden. Also 50-50. Bauer. So, relativ normale Stellung. Weißt du, das Zentrum, aber wir haben Platz für unsere Figuren. Ist okay alles. Okay, Bauer. Teams uns wieder die Audioeinstellung zerstören. Ich glaube, ich kommentiere alleine. Also wir brauchen kein Teams morgen. Läufer. So.
Beide Seiten entwickeln ihre Streitkräfte. Springer. Ist okay, hätte ich glaube ich noch nicht. Na, ist okay, ist okay. Alles okay. Turm. Mache ich, jetzt muss ich gleich ein bisschen aufpassen. Ich warne schon mal. Wir müssen aufpassen, er muss aufpassen. Wer? Dann konzentrieren. Aber er auch. Läufer. Heiße Kirsche, aber ich glaube, es hält alles noch gerade so. Ja, Lacknuss. Ein Säufer wäre es hier nicht. Ich bin so erleichtert, dass 10 Londoner Zeit, 11 deutsche Zeit ist. 9 Uhr morgens sehe ich echt nicht sehr zurechnungsfähig. Oh ja, yeah, 7-Eleven wie in Thailand. Er will aber auch Streit hier die ganze Zeit, ne? Kurz überlegen. Darf ich was probieren oder was kann ich? Ja, ich bin voll entspannt. Ich sag mal Läufer. Mhm. Jetzt kommt es da so ein bisschen drauf an. Ja, alles gut. Ich dachte, das Läufer oder Springer war beides gut, deshalb war ich sehr entspannt. Das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Und den Bauern C3 auch noch ein C-Project. Was ist jetzt los hier? Zaubermaus oder was? Lacklos. Ich überlege, ich muss kurz mal rechnen, wenn wir jetzt einen Gegenangriff machen. B4, er schlägt Turm, schlägt Dame, wir schlagen seine Dame. Er schlägt unseren Turm. Oh, ich kann es nicht rechnen. Ist mir auch zu kompliziert alles. Ja, ich bin schon wieder durcheinander. Weiß nicht, ob das quatschig war. Ist, keine Ahnung. Aber ich würde sagen,
Läufer. Läufer ist gut, ich muss mir überlegen, wohin. Oh, kompliziert. Ja, das ist nicht wirklich gutes Feld, ne? Oh ja, gehen wir mal. Ja, aber komm, jetzt hier, Sperr B4 war gleich in Ordnung, sonst damit C7 hätte ich gemacht, am simpelsten. Aber Störung ist sehr, sehr wehr. Also, Läufer ist auch logisch. Moment, meine Figur mehr. Er kann sie nur hier mit Fesseltricks sich zurückholen. Da weiß ich nicht so genau, was abgeht. Aber es sollte alles in Ordnung sein. Lauf F2, ne, Lauf F2 ist schlecht, dann schlägt er zurück und wir sind immer auch gefesselt. Oder na, schlecht ist übertrieben, vielleicht mal Lauf F2, okay, er mag es recht haben. Aber macht das Ganze noch schwieriger. Für mich jedenfalls. Aber vielleicht hast du recht. Ich habe selten recht. Ja, nicht du, ich rede mit Chat. Ich habe mich schon gewundert. Ich hier den Bauern hätte schlagen sollen auf F2. Wahrscheinlich hat er recht. Schön gespielt, Lagnus. Dame. Oh, gute Frage. Ich sag Bauer. Ja, dann sag ich. Turm. So, stets, Material ist ausgeglichen, bestimmt ein bisschen unter Druck, aber im Prinzip noch alles okay. Aber alles im grünen Bereich. Bauer. Turm. Bauer. König. Turm. Lagnus hat stark gespielt, müssen wir ihm leider lassen hier. Aber König. Hoffen das Beste.
er stark. König. Nee. Ja, warte. Gut, dann Turm. Nee, Bauer. Bauer. Ist ja gut. Warte. Ich überlege, oder so, ob Turm irgendwie geht. Das ist schwer. Da kriege ich es immer matt. Ah, es war auch mein Fehler tatsächlich, dass ich Turm zu 6 gespielt habe. Die Grundlinie. Grundreihe heißt es. Entblößt habe. Jetzt ist alles schon schwer hier. Ist stark. Der Typ ist stark. Lagnus wäre betrogen, ja, aber Lagnus gewinnt trotzdem. König. Geht ja, nichts mehr, ne? Ne, ne, wir können nichts machen, ist egal. Ja. Zu stark! GG Lagnus. Krass. Hat er gut gemacht. Rematch. Ne, ein paar Gegner hier. So, was waren die Schlüsselmomente? Öffnung war normal. Hier. Anstelle von Turm C8, ich weiß nicht, ob du es sehen kannst, wahrscheinlich nicht, ne? Im 14. Zug oder so. Hier hätte ich lieber die Lage einmal geklärt, bevor er die C-Linie öffnen kann, die D-Linie öffnen kann, wo der Turm dann so der Dame gegenüber stand. Dann wurde es ein bisschen wild. Aber Turm C8 war noch in Ordnung. Schlägt. Und ich glaube, ich habe ehrlich gesagt die Fehler gemacht. Diesmal nach Bauer nach C4. Du hast Läufer gesagt, was gut war. Und ich hätte auch F2 schlagen sollen, was ich ehrlich gesagt verplant habe. Denn nach Dame schlägt F2, mit Turm schlägt C4 und nach König schlägt F2. Was ich übersehen habe, ist hier habe ich Dame C7. Nutzt die Fesselung, gewinne die Figur. So, ich weiß nicht, ob du sehen kannst, aber ich mache hier kurz Analyse für die Zuschauer. Und Läufer G5 war relativ dumm von mir, weil jetzt nach Dame B3 ist Weiß wieder im Geschäft. Hier, ich dachte jetzt Turm C5. Ja. Eins würde ich noch machen. Oh, ja, Nasty, mach mal noch. Danke für den Raid. Nasty. Beste Nasty. Ah, jetzt habe ich es auch ein bisschen verplant. Hier stehen wir schon ein bisschen unter Druck, aber nach H3, du sagst Turm, ich spiele Turm C6, was die Partie einstellt. Ja, ich muss den Turm auf der Grundreihe lassen und Partie geht weiter. Also, die Hand hat das Brain im Stich gelassen diesmal. Hier Turm C6, Doppelfragezeichen, dann haben wir matt. Halb ein bisschen vor mich hingeträumt. Aber starke Leistung von Monsieur Lagnus. Spür noch eine gegen. Eine letzte jetzt. Ja, wir nehmen wir. Eine schnelle. Da spielen wir gegen See. Da sind wir nominell überlegen. Mal gucken. Ah, es ist schwer. Was schwieriger als Hand oder als Brain zu spielen? Ich weiß nicht. Ich glaube, es kommt immer auf die. Teamabstimmung. Abstimmung an. Aber diesmal habe ich es verbockt als Hand, eindeutig. Bauer. So. Ich weiß nicht, was du sehen willst, auf Level hier so, ne? So. Läufer. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob man erst rochiert oder erst noch einen Bauern spielt. Wahrscheinlich gerade. Zweifelsfall immer erst rochieren, also ohne vorsagen zu wollen, ist relativ wurscht hier, aber wenn du nicht sicher bist, immer erst rochieren. Weil du willst immer rochieren, aber du weißt noch nicht genau, wo die Bauern hin sollen. Guter Punkt. Dann rochieren. Dankeschön. Die mag ich gerne, die Eröffnung. Ich spiele die in letzter Zeit gar nicht mehr, aber ich finde die immer schön defensiv, schön Bunker. Ja, weiß Bauer. Man erst zu wenigstens. So, ich mach's mal kompliziert. Gerne. Ja. Okay. Dann. Bauer. Ne? Doch, das ist in Ordnung. Es gibt viele gute Züge, das überlege ich nur. Zu weird machen. Oh, also. Gute Nacht, Nasty. Danke für deinen Raid. Schlaf gut. Ach, hier habe ich mal so ein Trickvideo gesehen, wenn sowas passiert. Schon wieder vergessen.
Wir spielen ja eh nicht Tricks, sondern wir spielen ja. Wir sind ja solide Typen. Läufer. Ja, geil. Das wollte ich schon immer mal. X-Rays. Kann man. Ich hätte aber zurückgeschlagen. Aber auch so haben wir ja. Zurückschlagen, zurückschlagen. Das sogenannte Doppelvierkettung. Richtig krass ist das, wie so zwei Lasertürme das Spielfeld überwachen. Klassische Lasertürme. Bauer. Wenn er uns lässt, dann sagen wir schon, dann nehmen wir es auch an. Absolut. C. So. Wir stehen ein bisschen besser, aber er hat einen Laserturm hier neutralisiert, hat er ganz schlau gemacht, den Läufer da hinzustellen. Mhm. Und den kümmern wir uns gleich. Lupasa, Lupada, Gönner, Zernase, ich verstehe, ich bin nicht vom Schach, aber ich schaue ja hier gerne zu, das freut mich, das freut mich. Bauer. So, machen wir Druck her, komm. Springer. Das sieht doch gut aus. Ja. Jetzt haben wir das Zentrum, Entwicklung. Was will man mehr? Turm. Ah, interessant. Ich hatte den anderen gedacht. Was? Ja, warum? Ich dachte, na, auf E1, der macht ja nicht so viel. Wir kommen eh nicht zu E4 und nicht auf C1. Wer weiß, vielleicht öffnen sich die Linien mal. Aber das Argument kannst du doch auch für E1 sagen, vielleicht öffnen sich die Linien. Ja, aber ziemlich unwahrscheinlich. Weil wir nicht zu E4 kommen. Aber waren beides vertretbar zu. Dame. Warum? Wo ist er denn? C2. Ja, wir kommen nicht zu E4. Das Feld kontrolliert zu häufig. Habe ich andere Pläne hier. Okay. Schon gut. Mich lacht gerade noch nicht so richtig aus. Bauer. Jawoll. Das war noch Druck. Das wollte ich die ganze Zeit, als habe ich den Turm hier hingestellt. Und die Dame hier hin. Den Läufer zu blocken, Raum zu gewinnen. Das sieht remieslich aus. Den wolltest du wahrscheinlich einen anderen Springer, aber so ist vielleicht noch gemeiner. Ja, ist wahrscheinlich auch gut. Kann er vielleicht auf D5 schlagen? Ich dachte so, ich glaube, so ist noch ein bisschen gemeiner. Okay, gemein mag ich. Ja, ja, ja. Verliert auch schon die Nerven, der gute See. Springer. Ey, mit Primo. Läufer. Ich habe immer Schiss, wenn du nicht sofort dann ziehst, wenn ich sage, dann denke ich immer,
Ja, soll ich sagen, dass ich nicht erwartet habe? Nee, Springer schlägt E6 war noch stärker, das habe ich auf Springer spekuliert, aber das hier ist auch alles noch. Ich versuche dir nur einen Bauern zu geben, wie du es magst, Meister. Ja, ja, ich wollte ja den anderen Bauern. Was ist jetzt los? Was geht jetzt? Was ist jetzt los? Verliert die Nerven. Wir könnten jetzt mit der Dame schlagen, aber wir wollen eigentlich diese Lücke da über dem König nicht, oder? Also schlagen wir mit dem Bauern. Das ist mir alles wurscht, Hauptsache schlagen. War eine Gratisfigur hier. Ich habe wahrscheinlich mit der Dame geschlagen, um hier weiter Druck zu machen, aber auch so. Oder hat er irgendwas? Ich glaube, er hat irgendwie. Nein, er hat sich irgendwie verzettelt. Er dachte, dass er jetzt den Läufer schlagen kann, oder ich weiß nicht. Irgendwas hat er verplant. Er sieht doch, dass der von drei Figuren bewacht. Ist er das Mauslip oder was? Ich glaube, der wollte einfach. Ich glaube, er hat irgendwie halluziniert, dass er dachte, er zieht den Läufer aus dem Weg und. Ich weiß nicht. Turm. Vielleicht ist er geslippt und wollte eins vorher. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Jetzt natürlich schwer. Jetzt nicht leicht. Figur weniger und hier die Figuren da hinten schlafen noch. Sieht gut aus für uns. Ja, wir dominieren. Vielleicht 1233 ist einfach nicht mehr unsere Preisklasse hier. So die 1800er, ich denke, das ist unsere Welt. Gegen 2802, ja, wir spielen ja Head and Brain. Wir sind ein bisschen gehandicapt. Wobei, ehrlich gesagt, die letzte Partie hab ich uns reingeritten. Aber ja, 2802 haben wir. Springer. Endlich mein Lieblingsbauer. Jetzt wird es schwer für sie. Kurz mal überlegen hier was. Kurz. Springer. Oder Läufer. Warte kurz. Ich warte. Den können wir einfach auch snacken. Geht auch. Lass mich kurz überlegen. Ich weiß nicht, was geiler ist. Wir können den snacken, dann kann ich gar nichts machen. Wir können den snacken. Ich sag, also spannender für mich wäre Läufer, sicherer wäre Springer. Also ich darf mir aussuchen, es geht wahrscheinlich gegen die Regeln. Ja, komm. Okay. Wir sehen, was deine Entscheidung wäre. Ja. Okay. Ja, wenn der Springer wechselt, ist der Läufer hier angegriffen, der andere. Das ist ich den Springer ungern ziehen. Aber sein Turm natürlich zum Beispiel. Ja, wir stehen immer noch gut, aber wenn es nicht sein muss. Jetzt können wir auch noch den. Ist noch gut bewacht, das Feld. F8. 1, 2, 3, 4. Wir haben 1, 2, 3. Aber was nicht so gut bewacht ist, ist das H7-Feld. Zurückgeht.
Ja, da mache ich mir Gedanken, wenn es soweit ist. Ja, ja, ich will dich auch nicht zu sehr verwirren. Oh, das ist so anstrengend, immer so zu rechnen. Okay, aber er wehrt sich noch, ja? Jetzt sind wir an der Situation. Was ist, wenn wir Schach geben? Ich rechne nur mal laut, ja? Ja. Schach mit dem Läufer. Er könnte schlagen mit dem König. Wir würden es opfern, dann hätten wir Schach mit der Dame. Er müsste auf das Feld zurück. Unsere Dame steht da. Das bringt uns, glaube ich, nicht viel. Ja? Ich kriege kein Matt hin irgendwie im Kopf, zumindest. Irgendwie ja, ist ja, das ist gut. Da ist bestimmt irgendwo eins, aber ja, keine Ahnung, Dame. Oder ja. Na, dann springt er das nicht so gut, dann schlägt er mit Schach und kann den Läufer schlagen. Stimmt, haben wir eben schon drüber gesprochen. Ich glaube, Läufer 7 war gut, aber relativ kompliziert. Dann König schlägt Dame Schach, wie du gesagt hattest, König geht zurück und dann Dame nach G6 davor den König. Dann drohen Läuferabzüge und das ist, glaube ich, dann relativ schnell matt. Aber auch nicht nötig, wenn man Figur mehr hat zu opfern. Also, so auch alles im Griff. Okay. Turm. Nee, ich nehm's zurück. Erst wenn ich Punkt sage. Alles klar. Lass mich kurz mal überlegen. Ich raff den Zug von uns ganz. Läufer. Mehr drin gewesen, ne? Nun, da ist alles. Wir stehen so dominant, wir können ja links wie rechts machen. Der Damenzug hat ihm noch gar nicht so richtig was gebracht. Na, ja, die Dame war gefesselt, ne? Ist aber hier nach A3 gegangen, dass der Springer nicht ziehen kann, weil ich dann die Dame, die dahinter stand, hätte schlagen können. Deshalb hat er sich hier auf dem Feld gestellt, wo sie gedeckt ist. Das war sein Plan, um den Läufer anzugreifen. Aber wir nerven ihn natürlich weiter. Springer. Oder Turm hätten wir auch gegangen. Ja, Turm wäre besser. Ist Schach besser. Und dann ist gleich alles weg. Jetzt kann noch ein bisschen zappeln hier. Ja, ich sag mal abtauschen, Dame. Okay. Ja, komm. Nö, nee, ich hätte auch getauscht. Springer. Springer. Turm. Jetzt einfach schön runterspielen. Ja. Das kriegen wir hin. Aber See hat sich gut gewehrt. Kann man nichts sagen. Turm.
Turm. Bauer. Turm. Bauer. 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 Sind nicht dran. Bauer. Okay. Ich pre-move. Schon wieder Bauer oder was? Ja. Gut. Bauer. Bauer. Das ist dann immer so, dass die Spieler dann denken, ja, ich klaue noch ein paar Bauern irgendwie so als Ergebniskorrektur oder so. Eigentlich ist das Quatsch. Gibt nur einen Punkt pro Partie. Ja, eben. Dame. Ja, gefährlich. Ne? Dame. Turm. Dame. Das ist ganz nice. Die schützen sich gegenseitig total cool. Das ist praktisch. Turm. Dame. Ja, ich muss aufpassen. Oder? Du solltest irgendwas sagen. Ja, Dame. Ich hab Schiss, noch Stalemate zu machen. Ich hab Schiss, noch auf Zeit zu verlieren. Turm, Turm. Was? Wie, hä? Turm. Sehr gut! Aber warum hast du nicht einfach B1 gemacht? War Matt in einem? In einem übersehe ich Matt in einem. Du hast vollkommen recht. Ja, Turm B1 war Schachmatt. Ja, ich mag hier gerne. Okay, der Großmeister. Koordiniert. Das war gerecht. Stark gespielt von uns, Jan. Absolut, absolut. Haben wir dominiert. Ja, es war knapp. Es war knapp. Ja, noch. Schön spannend gemacht, aber ich habe zu keiner Sekunde Angst gehabt. Nö, nee, ich auch nicht. See hat sich gut gewehrt, aber wir waren die ganze Zeit. Am Drücker. Großmeister besiegt Martin 1. Ja, passiert mir häufiger. Meine Fokushose ist meistens auch relativ aus in Turm-Dame-Mehr-Situation. Das ist nicht so entscheidend. Aber ich weiß, ich habe gesagt, 15 Sekunden darf ich das selber machen, aber es war schöner, wenn wir die Partie hier im Hand-and-Brain-Format pennen. So, ich muss langsam pennen. Und mit pennen meine ich noch 7 Stunden auf Netflix hier diese Receiver-NFL-Dokumentation gucken, weil ich morgen früh raus muss. Was steht bei dir noch an? Ja, ich muss pennen. Das heißt, noch 6 Stunden irgendwelche Social-Media-Kram, irgendwelche Didi-Dokumentationen oder so, weiß ich nicht, Road Rage, Russia oder keine Ahnung. Ja, ja. Aber mir ist tatsächlich so, nicht weil es Stream mir zu anstrengend wäre, aber dass ich meistens direkt danach nicht pennen kann, sondern erstmal hier noch irgendwie ein bisschen Bullshit machen, ein bisschen abschalten. Man muss erstmal so 2-3 Stunden runterkommen. Genau. Es geht ja auch eben, wenn jemand von der Arbeit nach Hause kommt, geht er auch nicht direkt schlafen. Also man muss irgendwie, ich weiß, Arbeit in Anführungsstrichen für euch ist das alles nur, aber ihr wisst ja nicht, wie anstrengend das für uns Introverts ist. Jan und mich.
Jedes Wort kostet mich wahnsinnige Überwindung. Euch zu entertainen, es ist einfach harte Arbeit. Es ist ein Grind. Aber am Ende des Tages siehst du dann, zack, wieder 7 Subs, 14 Euro verdient. Und da weiß man doch, wofür man sich alles tut. Das ist Spaß. Es hat Spaß gemacht. Danke, dass ihr dabei wart.